Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Black Desert Online. Ich möchte euch heute ein paar Tipps und Tricks zeigen. Gerade für Anfänger ist das ganz gut zu wissen. Als allererstes, man kann hier Sachen hochklettern. Das ist nicht so wie in anderen Spielen, in anderen MMORPGs, wo man einfach nur rumlaufen kann, sondern hier kann man auch ein bisschen rumklettern, und so kommt man an Orte, die man meistens übersieht, und deswegen müsst ihr euch immer gut überall umschauen. Und zum zweiten solltet ihr wirklich mit jedem NPC sprechen. Das heißt, es ist nicht so wie in anderen Spielen, wo ihr einfach einen NPC ansprecht, der sagt euch dann, ihr müsst 10 Wölfe töten, ihr rennt auf irgendeine Wiese, tötet diese 10 Wölfe, kommt zurück, gibt die Quest ab und dann geht's zum nächsten, sondern es gibt hier sehr, sehr viele versteckte NPCs. Die haben meistens auf der Karte oben rechts ein Fragezeichen, die solltet ihr auf jeden Fall alle abklappern und mit denen reden. Zum Beispiel dieser kleine Junge hier, wenn man mit ihm redet. Dann gibt es hier unten so einen Freundschaftsbalken. Im Moment sind wir nicht besonders gut befreundet. Und wenn ich aber mit ihm 10 Freundschaftspunkte habe, gibt er mir diese Quest. Und ab 500 gibt er mir hier diese Information. Das ist auch eine Quest. Und damit ich mit diesem Jungen reden kann, muss ich Interesse bei ihm wecken. Und zwar geht es darüber, dass ich verschiedene Bauern aus Velia finde, die anspreche, dann sind die hier aufgelistet. Und dann habe ich Gesprächszimmer, über was ich mit ihm halt reden kann. Mir fehlen sogar noch ein paar, also ich habe auch noch nicht alle. Und dann geht man hier auf Gespräch, das kostet jetzt mich 2 Energiepunkte, 71 habe ich. So, und dann ist man hier in diesem Bildschirm. So, um Freundschaftspunkte zu bekommen, muss ich verschiedene Bedingungen erfüllen und im Moment muss ich hier die maximale Gunst von mindestens 49 erreichen. Dann habe ich hier die Interessenstufe, die Gunst und das hier tickert dann alles hoch, wenn ich das alles erfüllt habe. Und hier unten habe ich die ganzen Bauern, die ich schon mit denen ich schon geredet habe. Wenn ich diese ganzen Leute hier nicht angesprochen hätte, dann wären sie schwarz. Dann könnte ich die nicht auswählen und dann hätte ich nichts, worüber ich mit ihm reden kann. Und hier muss ich dann immer gucken, ich muss jetzt Gunst haben. Also gucke ich mir da drüben, wir haben jetzt bei Darifu 32 bis 37 Gunst. Bei dem haben wir noch mehr, 45 bis 49. Deswegen gebe ich den hier rein mit Rechtsklick. Ihr seht hier dieses Sternbild, das heißt, ich kann noch 3 weitere Leute aussuchen. Und dann suche ich mir natürlich die mit der höchsten Gunststufe aus. Die da sieht ganz gut aus. Der da sieht super aus. So, 39, der ist besser. Gucken wir mal, ob wir noch was Stärkeres finden. Nein, dann machen wir den hier. Warte mal, ich glaube, der andere war doch besser. Der andere war 31, genau. Und dann drücke ich hier auf mit Linksklick auf Gespräch. Und dann hoffen wir mal, dass wir das geschafft haben. Nein, haben wir leider nicht. Wir konnten 3-mal das nicht erreichen. Und deswegen haben wir leider das versemmelt. Und jetzt müssen wir 1-mal das Interesse von Adrian erwecken. Und wir haben es geschafft. Wir haben mehr als 1-mal das Interesse geweckt. Aber es hat trotzdem alles gezählt. Das heißt, ich habe jetzt 8 Freundschaftspunkte verdient. Ich kann jetzt mit ihm weitersprechen. Dann wird wieder eine neue Quest ausgewählt. Dann muss ich wieder eine neue Bedingung erfüllen. Und so kann ich meine Freundschaft noch steigern. Oder ich sage, nee, das reicht mir jetzt. Das ist hoch genug. Dann kann ich auf Verlassen drücken. Und unser Freundschaftslevel ist jetzt auf der Stufe 9. Und ich bräuchte noch einen Punkt, um die Quest mit dem Piraten zu bekommen. Das machen wir jetzt noch schnell. 2-mal in Folge müssen wir das Interesse wecken. Kriegen wir auch hin. Ach, ich komme mit dem Tasten hier nicht so ganz. Dann machen wir den.
So, probieren wir es mal. So, 8 Freundschaftspunkte, das reicht. Wir haben jetzt 17. Noch mehr möchte ich nicht mit dem Knaben hier reden. Und wenn wir jetzt nochmal rausgehen und dann nochmal, glaube ich, reingehen, dann kriege ich von ihm hier eine Quest. Schöner Name, hä? Piraten! Und dann kriegen wir diese Quest hier mit dem Piraten. Und dann können wir die annehmen. Wenn wir die annehmen, kriegen wir Energie zurück und Beitragspunkte. Das mache ich aber jetzt nicht, weil ich euch noch was anderes zeigen wollte. Und zwar gehen wir mal dahin, wo ich euch das zeigen kann. Wir müssen hierhin zu diesem Handelsaufseher. Es gibt in Black Desert Online Fitness. Und die Fitness ist ziemlich wichtig. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, aber das wäre zu kompliziert, das alles zu erklären. Das soll ja nur ein kurzes Infovideo sein. Und zwar gibt es hier Atem. Und dann, wenn wir das hier leveln, dann bekommen wir Ausdauer. Und das hier steigern wir, indem wir durch die Gegend rennen. Also, wenn ich irgendwo hinklicke und mein Charakter rennt irgendwo hin, dann steigt das hier, dann kriege ich Erfahrungspunkte und irgendwann steigt dann mein Balken. Das heißt, wenn ich hier renne, seht ihr da unten diese 82 und es geht immer weiter. Und je mehr ich das trainiere, desto länger kann mein Charakter rennen. Desto mehr Ausdauer besitzt er. Und deswegen sollte man am Anfang nicht mit Pferden durch die Gegend rennen, sondern mit sich selber. Man sollte sehr viel laufen. So, das zweite ist ein bisschen kompliziert und deswegen würde ich das gerne erklären. Und zwar ist das die Stärke. In Black Desert Online gibt es im Inventar hier unten eine Traglast. Und zwar gibt es meine Inventarplätze. Ich habe 55. Und dann gibt es aber die Traglast. Und zwar kann ich 450, was auch immer, tragen. Und wenn das hier alles voll ist und ich aber immer noch Plätze in meinem Inventar frei habe, kann ich trotzdem nichts mehr einlagern, weil der Charakter es einfach nicht schafft. Der würde zusammenbrechen, wenn er auch nur noch ein Taschentuch trägt. Und deswegen muss man diese Stärke hier, diese Traglast auf jeden Fall erhöhen. Und das schafft man, indem man hier bei der Fitness die Stärke trainiert. Und das macht man, indem man hier zu einem Handelsposten geht. Die stehen normalerweise meistens neben diesen Pferdehändlern, neben dem Stallwart. Und zwar quatscht man den hier an. Nein, das ist die falsche. Nein, hör mal auf! So, den hier möchte ich sprechen. Dankeschön. Dann geht man hier auf Handel und dann kauft man sich hier irgendeine Handelsware. Vorzugsweise die billigste. Man muss das hier nicht gleich was für 10.000 Euro hier kaufen. Geld, Gold, Silber, was auch immer. Das hier kostet 1.600. Das hier kaufe ich mir einmal. Jo. Nicht genug. Geht's noch? Ich habe vorhin mein Geld ins Lagerhaus gegeben. Ah, oh, nein! Nicht im Ernst! Okay, wenn man Geld hat, dann kauft man sich das. Das ist nicht das. Das ist typisch. Typisch, wenn man aufnimmt. Oh mein Gott, das funktioniert gar nichts. Okay. Dann zeige ich euch gleich auch noch, wie das funktioniert. Und zwar geht man hier zum Lager. Dann hat man hier sein Geld. Hier unten habe ich das Geld. Dann klickt man damit rechts drauf. Und dann kann ich hier mein Geld rüberziehen. Alles möchte ich nicht haben. Ups. Ja, das war eine 0 zu viel. Und dann habe ich, weil das Geld zählt hier nämlich auch. Also das Gelbe ist die ausgerüsteten Gegenstände, das Rote ist das Inventar. Und dann kommt hier noch so ein grüner Balken und das bedeutet dann, wie viel Gewicht die ganzen Silbermünzen haben. Und deswegen muss man regelmäßig zum Lager gehen und sein Kleingeld einlagern, weil ansonsten kann man hier nicht sehr lange durch die Gegend rennen.
So, wir haben Kohle. Ich gehe zurück zum Handelsaufseher. Und dann zeige ich euch das. Also, ihr kauft euch da was, was billig ist. Wenn ihr das dann habt, dann I'm a merchant. geht's gleich Even weiter. bargain in my dreams. Da. Ja. So. Jetzt habe ich einen Rucksack auf meinen Schultern. Und mit diesem Rucksack trainiere ich die Stärke. Jetzt kann ich mir eine Route überlegen. Ich kann jetzt hier oben auf die Karte drücken, mit Rechtsklick die markieren hier, dann würde er jetzt hier lang laufen. Ich möchte aber, dass er hin und her rennt. Also drücke ich M und drücke hier auf Runde laufen, dann wird diese Linie grün. So, wenn ich jetzt wieder aus der Karte rausgehe und T drücke, läuft mein Charakter selbstständig diese Route. Er läuft jetzt nach unten und dann wieder nach oben und das macht er so lange, bis ich ihm sage, dass er was anderes machen soll. Und indem er dieses Paket trägt, trainiert er seine Stärke. Dieses Paket ist im Inventar, glaube ich, 24 Stunden. Ja, 24 Stunden ist das da. Und das kann ich so oft machen, wie ich möchte. Wenn ich jetzt keine Lust mehr habe und weiterspielen möchte, dann kann ich das wieder absetzen und dann kann ich das nachher wieder dran machen. Das sollte man machen, wenn man zum Beispiel unterwegs ist. Also sei es, dass man einkaufen geht oder dass man irgendwas aufräumen muss oder sowas. Dann kann man den Charakter AFK rumrennen lassen und trainieren lassen. So geht keine Zeit verloren und wenn ihr wiederkommt, dann könnt ihr mehr in euren Inventar reinpacken. Das finde ich ziemlich angenehm. Das tut mir leid für meinen Charakter, dass er so viel schleppen muss, aber es ist ja alles Training. So, der rennt hier seine Runden. Dann kommen wir zum der Gesundheit. Die Gesundheit erhöht euer Leben. Und zwar könnt ihr das erhöhen, indem ihr Sachen esst. Bei manchen Quests bekommt ihr Gerichte. Und die könnt ihr essen. Und dann kriegt ihr einen Buff meistens. Schnelligkeit, Stärke, was auch immer. Und wenn ihr Sachen esst, dann steigert ihr auch automatisch eure Gesundheit. Es gibt dann nur noch einen kleinen Haken. Das heißt nicht, wenn ihr hier fünf Gerichte futtert, dass es dann gleich nach vorne springt, sondern diese 30 Minuten, die dieses Gericht wirkt, müsst ihr auch abwarten. Also ihr könnt euch nicht fünf Pizzen reinhauen und dann steigt es, sondern ihr müsst eine Pizza essen. Müsst warten, bis ihr die verdaut habt, dann dürft ihr die nächste essen und dann kriegt ihr wieder Erfahrungspunkte dazu. Das war es dann von der Fitness. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären, ein bisschen was zeigen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ich wünsche euch dann weiterhin viel Spaß bei Black Desert und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Sage bis dahin und ciao!